obstruktive Atemwegserkrankungen sind Erkrankungen der luftleitenden Atemwege, also der Bronchien. Man versteht darunter, dass die Bronchien verengt werden und dadurch die Ausatmung erschwert wird. Hierzu gehören zum Beispiel das Asthma bronchiale und die COPD. COPD ist eine Abkürzung und bedeutet chronisch obstruktive Lungenerkrankungen. Es gibt auf der einen Seite die obstruktiven Atemwegserkrankungen, bei denen es zu einer Einengung der Atemwege kommt, im Vergleich zu den restriktiven Atemerkrankungen, wo es zu einer Verkleinerung von Lungenvolumen kommt. Bei den Symptomen der obstruktiven Atemwegserkrankung muss man je nach Krankheitsbild unterscheiden. Bei der COPD zum Beispiel kommt es am Anfang zur Belastungsdyspnoe. Das bedeutet, dass beim schnellen Gehen oder beim Treppensteigen Luftnot auftritt. Später, in späteren Erkrankungsstadien, kann es dann auch zu Luftnot in Ruhe kommen. Beim Asthma hingegen kommt es typischerweise zu Atemnotsanfällen, die aus heiterem Himmel völlig in Ruhe auftreten können. Es gibt auch bestimmte Reizfaktoren, die ein Asthma triggern können. Dazu gehören zum Beispiel allergische Reize wie Baum- und Gräserpollen, Tierhaare oder auch die Hausstaubmilbenallergie. Aber auch Patienten mit einem nicht allergischen Asthma können durch Reize wie Parfüm oder Abgase Atemnotsanfälle bekommen. Auch Husten kann ein Symptom eines nicht erkannten Asthmas sein. Obstruktive Atemwegserkrankungen sind nach dem heutigen Forschungsstand nicht heilbar. Die Symptome können jedoch durch Medikamente und auch nicht-medikamentöse Therapiemaßnahmen abgemildert werden. Bei guter Behandlung kann ein Asthma sogar völlig beschwerdefrei werden. Die Symptome der COPD können im besten Fall deutlich gelindert werden. Bei länger anhaltendem Husten und Atemnotsbeschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen.